Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und immer noch im Oktober, denn ich habe festgestellt, ich hätte ja noch einiges Zeugs verkaufen müssen. Das werde ich jetzt noch schnell machen, bevor wir dann in den November wechseln. Aber vorher mache ich mal meinen Wasserträger leer und lasse den auch Milch verkaufen, weil der Verkauf zieht sich ganz schön hin. Das heißt, ich fülle jetzt mal hier überall Wasser auf, damit ich hier die Milch reinmachen kann, weil ich habe immer noch 200.000 Liter, die verkauft werden müssen. Obwohl ich das Spiel eine ganze Weile habe laufen lassen. Aber es gibt einfach keine großen Wassertanks. Der Gülletank ist mittlerweile voll, also die 500.000 Liter sind echt nicht viel. Ich werde den mit 5 Millionen kaufen müssen. Aber das mache ich, wie gesagt, beim nächsten Gülleverkauf und nicht jetzt. Wie ihr da oben seht, wir sind schon bei 7,6 Millionen, einfach nur durch Milch. Und hopp, genau, da seht ihr es, fast 30.000 für eine Tankfüllung. Hier Wasser auftanken ist eine blöde Idee, weil das geht ja am Ende eh in den Tank hier rein. So. Der war bis auf 300.000 runter und deshalb habe ich schon einen Trecker losgeschickt. Mal gucken, wo der gerade ist. Nee, gerade nicht in Sicht. Der hier wieder Wasser auffüllt. Und ihr seht, hier sind es noch 94.000 Liter. So, und du wirst jetzt bei Kuhstall 2 Milch nach Johnson's Farmers Market. Milch ist Schüttgut. Milch bringen. So. Denn im zweiten Kuhstall, das ist der hier, haben wir nur 76.000 Milch. Ah ja, und 111.000 Milch hier. Was ist mit dir jetzt? Ach so. Komm, du fährst im Hinteren. So. Gut. Hinten, ich dachte, da wäre mehr Milch drin. Ich dachte, da wäre mehr Milch drin gewesen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Genau, der war voll. Den kann ich hier nicht abladen, weil ihr seht, 500.000 Liter, das war's. So. Jetzt muss ich mal durchklicken. Wo fährst du denn lang? Du kannst doch die Straße da nehmen. Genau, hier ist er. Der liefert Wasser an. Und da hinten kommt der zweite Milchtruck. Hier sind es noch 94.000 Liter drin. Und die holt er gerade ab. Also, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und ich werde in dieser Zeit, mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben, Kuchen, Butter und Käse verkaufen. Am schnellsten geht natürlich der Kuchen. Der geht nämlich rüber ins Einkaufszentrum. Und ja, mir ist das aufgefallen, wo ich den Kuchen hier rübergebracht habe, weil drüben schon wieder das Lager, das Hauptlager voll war. Stopp. So, hier schalten wir mal ein. Und jetzt brauche ich hier, da seht ihr das, Kuchen. 76.000. Wie viele Paletten haben wir hier drin? Okay. Ich würde sagen, das wird unsere 8. Million mindestens. Mindestens. Mal gucken, was wir für so eine Ladung kriegen. Ah, schön, dass wir jetzt ohne den Schweinestall hier
gut rumkommen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich die Fläche wieder zubaue. Weil noch mehr Fabriken raufkloppen, da brauche ich wieder mehr Produktion, mehr Felder. Ich glaube, das wird nichts. Hallo? Benimm dich hier. Kennen wir das schon? Ach so, Farming Simulator Kids. Ja, da warten wir ja noch drauf. Aber ich bin nicht so der Handyspieler. Ich spiele am PC, also ich glaube nicht, dass ich das spielen werde. Oder gesagt, spielen kann. Eine Spielkonsole oder sowas habe ich auch nicht. Ich war noch nie der große Consolero. Bing. Und weiter geht's. Na super, das wird unsere 8. Million. Grocery. Ja, da oben kommt schon wieder die Milch rein. Sehr gut. So, einschalten. Und let's go. Langsam hier. Nicht drängeln. Ach, der erkennt die nicht an, wenn die auf dem... Boden liegen. Ja, auf dem Kopf liegen. So, jetzt. Okay. Hä? Eh. Hallo, LKW? Eh. Geht doch. Mit E aussteigen? Ich kann mit E nicht einsteigen? Hallo? LKW? Spiel? E. Bin ich jetzt, Moment, halt jetzt... E war doch die Taste zum Einsteigen, wa? Schon immer. Bin ich doof? Ah, jetzt ein Blackout. Moment. Rennen, springen, ducken. Baumodus beschleunigen. Nach vorne fahren. Fahrtrichtung aktivieren. Wo kann ich eine Taste einstellen? Dass ich in ein Fahrzeug reingehe. Hupen, Motor an- und ausschalten, Fahrtrichtung wechseln, ist alles klar. Schneidwerkzeug, Haspel, ist auch alles klar. Frontlader brauchen wir nicht, Kran brauchen wir nicht. Charakterstellung brauchen wir nicht. Fahrzeugbeleuchtung brauchen wir auch nicht. Nee. Muss eine Standardtaste sein. Die kann man gar nicht einstellen. Ich bin doch nicht doof.
Ich steige doch mit E in ein Fahrzeug ein. Okay, wisst ihr was? Ich bin gleich wieder da. Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf meiner Ranch und ich steige mit E aus dem Fahrzeug aus. Und wieder ein. Gut. Jetzt ist natürlich der Fehler. Genau. Jetzt muss ich nämlich alle meine automatischen Johnnies, die ich hier laufen habe, wie zum Beispiel den hier. Genau. Und wie den hier. Wobei, bei dir könnte ich mal gucken. Wie viel Mist ist noch in den BGAs drin? Aha. Voll. Gut, dann lädst du das jetzt bei BGA 2 ab. Und dann bist du fertig. So. Dann fehlt uns noch was mit dir hier. Genau. Wie viel Futter ist da schon drin? 418.000, 389.000. Und du holst außer 3, wa? Ja. Ja. Kannst du das ruhig noch zweimal machen? So, wen hatten wir denn noch unterwegs gehabt? Du stehst rum. Du. Stopp. Du musst mich natürlich auch abschütten hier. Der geht aber ziemlich weit, der Trigger. Kuhstall 2 Milch holst du den ab. 50.000 sind da noch drin. Okay. Kuhstall 1 werde ich ein bisschen Milch von Hand rausholen, weil ich muss ja was aufheben für die Fabriken. So. Das sollten alle sein. Der steht hier rum. Ja. Das sollten jetzt alle sein. Das heißt, du bist dran. Wir sind bei 7,8 Millionen. Was haben wir vorhin gesagt? 120.000, wa? Also müssen wir noch zweimal fahren. Dann haben wir 8 Millionen. So. Hier geht's nicht. Warum ist der mit E nicht aus dem Fahrzeug ausgestiegen? Weil wenn ich E drücke... Ja! Quatsch! Ja, wenn ich E drücke... Aber ich wollte doch nicht E drücken. Aussteigen? Einsteigen, genau. Naja, ihr wisst, was ich meine. So. Ach, jetzt haben sich die Werbetafeln geändert. Ah ne, hier war das mit den Kids. Was waren das andere dann? Muss ich mal auf den Rückweg gucken. Nochmal 30.000 Milch. Es gibt frische Torten. Reicht nicht, reicht nicht. 7,982. Ach so, Season Pass. Ja, das kennen wir schon. Ah ja, nicht. So, hier wollte ich jetzt nochmal reingucken, was... Ach, Lego, ja. McLaren Formel 1. McLaren Formel 1, okay. Ach so, einmal groß, einmal klein. Hm.
Da müssen wir mal dazu schreiben, was das ist, damit man den erkennt. Okay. Wenn sie meinen. Da werde ich mal, drauf warten. Mal gucken, ob der Herr der Steine das Ding schon getestet hat. Der wird ihn wahrscheinlich wieder genüsslich zerlegen. So. Wie viel wir jetzt noch haben? 7,982. Wenn mir jetzt kein Milchtruck zuvorkommt, dann machen wir jetzt die 8. Million. Fertig. Wie viel sind es noch? 96 Paletten. Also noch zweimal fahren. Und eigentlich umkippen. Genau. So, liebe Milchtrucks, lasst euch mal bitte Zeit. Oh, da kommt er. Da ist der eine, okay. Der wird nicht zur Bäckerei kommen, bevor ich da bin. Nein! So. Wo ist der andere? Nicht zu sehen. Gut. Ich mache die 8. Million voll. Sieben, acht, neun, da ist sie. 8 Millionen. Zum zweiten, glaube ich. Ich glaube, wir hatten schon mal die 8 Millionen gehabt und dann wurde ja kräftig investiert. So, 8,1 Millionen. Als nähere ich mich langsam meinem Ziel. So. Ja, und da kann ich mir also Gedanken machen, was ich mache, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Da würden mir jetzt drei Möglichkeiten einfallen. Also erstens, ich mache hier weiter. Ich meine, der nächste Landwirtschaftssimulator lässt ja noch auf sich warten. Ist er überhaupt schon angekündigt geworden auf der FarmCon? Weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob der schon angekündigt wurde. Ah, der müsste ja als, wenn das hier der 22, 24, ja, dann müssen sie 24, 25 irgendwann kommen. Also gibt es die Möglichkeit, ich spiele hier weiter, bis der nächste Landwirtschaftssimulator kommt. Und dann geht ja sowieso wieder alles von vorne los. Ich starte ein neues Projekt, das ging auch. Ein Holzmap, wo es eigentlich vorrangig um Holz geht. Habe ich auch noch nie gemacht. Oder mal eine Map, wo es nur um kleine Felder und kleine Maschinen geht. Was weiß ich, Traktoren, maximal 150 PS. Ja, oder wir machen den 7.30 Uhr Slot frei für ein anderes Spiel. Dass ich den hier zum Beispiel zweimal, dreimal die Woche auf den 15 Uhr Slot schiebe. Sunkland funktioniert ja bei mir immer noch nicht. Und ja, dass ich dann hier entspannt weitermache, sprich ziellos. Oder halt sein lassen. Oder auf den nächsten Landwirtschaftssimulator warten. Die Möglichkeiten gibt es. Neues Projekt beginnen, hier weiterspielen und warten.
Wobei ich natürlich hier noch wenigstens einen Durchgang jetzt mit voller Bestückung schaffen will. Also sprich, so drüben waren wir fertig, wa? Dann sind wir jetzt hier dran. Volle Ernte, volle Aussaat. Mal gucken, was dabei rumkommt. So. Hier. Da. Kuchen. Da ist er. Auslagern. Klar, dass es nicht passt. Sieht sich ganz schön in den Verkauf. Okay. So, ihr seid fertig. Gut. Na, nicht an den Trigger fahren. Güllebehälter, die werde ich sowieso noch kaufen. Vorher beende ich diese Staffel hier nicht. Eigentlich bräuchte ich eine dritte BGA, damit ich an mehr Gärreste komme. Das ist eine Idee. Ich könnte dritte BGA hinstellen. Müsste ich dann aber so hinstellen, dass ich sie auch automatisch beliefern kann. Das ginge da, wo der alte Schweinestall steht. Oder ich baue das Ding hier auf die Wiese. Da ist mehr als genug Platz. Hier vorne. Kosteten die BGA? Welche waren das? Biogasanlage? 99 kW? Ne, 500 kW für 1 Million. Oh. Was ist das für ein Klopper? Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Könnte ich hier hinstellen? So? Hier wird angeliefert, hier vorne. Da kommt Schüttgut rein. Und dazwischen wird abgeliefert. Wow. Das ist ein Klopper. So, was haben wir noch an BGAs? Das ist die Kleine. Das ist die... Nee, ist nicht die, die wir haben. Die auch nicht. Die macht 60 kW. Die macht gar keine kW. Wo sind die, die wir haben? Mini... Ja gut. Eine Tankungsanlage. Mini-Biogasanlage. Was sind die, die wir haben? Hä? Gar nicht dabei? Habe ich die jetzt übersehen? Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Nein. Wo ist meine BGA? Ach, hier ist sie. Das ist die, die wir haben. 150 kW. Und die könnte man hier ganz bequem hinstellen. So. Na gut, damit sich hier ein bisschen den Boden planieren. Und dann könnte ich die hier hinstellen. 150 kW. Und die große hier vorne macht
500 kW. Die müsste ich dann aber so rum hier hinstellen. Die werde ich aber offscreen testen. Die werde ich aber offscreen testen, bevor ich mir so ein Ding hier hinstelle. Dann können wir die nämlich hier hinklappen. Dann muss ich den Weg, dass die hier rumfahren, umbauen. Warte mal, passt die auch quer? So. Das würde auch gehen. Ein Stück hier rüber. So würde die passen. Jo. Dann teste ich die einfach. Und baue die dann so hier hin. Ja, gut. Okay. Das zum Thema, teste die vorher. Ja, super. Toll. Seht ihr auch, was ich sehe? Hier lade ich Gärreste auf. Ach ja, übrigens. Ich musste hier einen Hügel bauen, weil der Trigger für das Futter irgendwie nicht bis zum Boden reicht. Der Trigger ist hier oben irgendwo und mit manchen Anhängern konnte ich da einfach nicht abladen. Und jetzt habe ich hier so einen Hügel aufgeschüttet und jetzt kann ich hier den Trigger abladen. Ich muss nur gucken, ob das hier vorne noch mit der Gülle funktioniert. Ah, das ist aber echt blöd geregelt mit dem Ding. Wahrscheinlich ist der Trigger eigentlich oben und man müsste hier so ein Förderband bauen. Warte mal. Ja. Man müsste hier so ein Förderband bauen. Also sprich, sowas hier. Ich weiß nicht, ob der bis nach oben geht, aber dann könnte man damit oben reinfüllen. Das würde gehen. Fragt sich nur, ob das Ding hoch genug ist. Also sprich, ob ich das wirklich bis ganz nach oben machen kann. Dann schüttet man hier das Futter rein und dann wird es hochtransportiert und oben reingeschüttet. Ja, oder sowas hier. Das teste ich aber offscreen, das klicke ich jetzt nicht an. Ich habe mir hier schon Probleme aufgehalst. Ich werde jetzt versuchen, den Boden hier anzupassen. Und wenn es funktioniert, werdet ihr die Folge sehen. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich den ganzen Zirkus nochmal machen. Aber erstmal verkaufe ich den restlichen Kuchen. Das heißt, oh Gott, wir sind jetzt wieder bei 7,2 Millionen. Naja, ihr werdet ja in der nächsten Folge sehen, was das dann für Zirkus wird. Ich sage einfach danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.